Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da, heute mit meinem Review zu One Piece Kapitel 909. Wie immer würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert. Jetzt geht's los! Das Kapitel heißt Seppuku. Dies ist ein ritueller Selbstmord in Japan. Auf der Cover Story sehen wir Olympus Flotte, wie dieser eine Insel angreift. Nekomamushi kommt auf der Insel an, auf der Whitebeard früher lebte. Anscheinend hat Nekomamushi die übertriebensten Schifffahrtsfähigkeiten. Okay, wir erfahren, dass nicht die gesamte Crew vom Whitebeard auf der Insel ist. Die Crew hat sich verteilt, also haben den Kampf gegen Blackbeard wohl mehr überlebt als nur Marco. Frage ist nur, wie viele tatsächlich und wie viele haben noch ihre Teufelskräfte? Denn komischerweise hat Marco immer noch seine Teufelsfrucht. Die Frage ist, war sie Blackbeard einfach nicht gut genug, dass er sie nicht haben wollte? Oder gab es einen anderen Grund dafür? Wir wissen es nicht. Whitebeards Dorf befindet sich versteckt hinter einem Wasserfall und wir sehen Marco, wie er mit seiner Teufelsfrucht einen Manticore heilt. Marco kann mit seinem Flammen der Wiedergeburt als auch andere heilen, nur nicht so stark wie sich selbst. Und es wird bestätigt, dass Marco tatsächlich wohl der Schiffsarzt gewesen ist. Es wird nochmals gesagt, dass dieses Dorf den himmlischen Tribut an die Weltregierung nicht zahlen kann und deshalb nicht mit der Weltregierung verbunden ist und von dieser nicht beschützt wird. Deshalb kommen hier regelmäßig Piraten, um Schindluder zu treiben. Dadurch gibt es hier viele Waisen und Whitebeard war einer dieser. Und wir kriegen wieder ein Bild vom Whitebeard als Kind. Whitebeard verließ dieses Dorf wohl schon in extrem jungen Jahren, um Pirat zu werden, so erzählt es zumindest Marco. Whitebeard sendete regelmäßig Geld in sein Heimatdorf und wir sehen, dass diese Insel voller Manticore ist. Marco erzählt, dass Blackbeard das Dorf angriff und so der Payback War startete und Shanks hat Whitebeards Grab in diesem Dorf errichtet. Marco sagt, dass Whitebeard recht geizig war. Er wollte immer den gesamten Alkohol und hat seine Crew nie zum Essen ausgeführt. Er nutzte das gesamte Geld, das er fand, für dieses Dorf und seine Crew wusste dies. Dann bringt Marco Weevil ins Spiel, dass diese meint, er wäre der wahre Sohn von Whitebeard. Nekomamushi fragt, ob dies wahr sei. Und Marco antwortete, er wüsste nichts davon, dass Whitebeard einen Sohn hatte. Marco sagt auch, dass Weevil sicherlich bald ihn und dieses Dorf angreifen wird. Und Nekomamushi antwortet daraufhin, dann kannst du also wohl nicht gehen. Marco gibt uns auch noch die Info, dass Miss Barkin Weevils Mutter vor 40 Jahren eine Piratin war und auf demselben Schiff war wie Whitebeard. Also war sie vermutlich gar nicht Teil der Whitebeard-Bande, sondern war mit in der Crew, in der Whitebeard vorher war, zu Zeiten der Rocks-Piraten. Marco bittet Nekomamushi, Ruffy eine Nachricht zu übermitteln. Und dann springt die Szene endlich nach Wano. Okay, es sieht wirklich genau aus, wie man sich so ein Japan in der Edo-Zeit vorstellt. Wir sehen Franky, der sich als Handwerker getarnt hat, zusammen an einer Mauer arbeitend mit einem anderen Handwerker, welchen wir schon früher mal gesehen hatten im Windmühlendorf. Damals wunderte man sich, wieso die Tür der Bar, in der die Bergräuber eindrangen, so schnell repariert war. Daraufhin zeichnete Oda diesen Handwerker mit der Unterschrift, er hat sie repariert, er kann einfach nicht an kaputten Sachen vorbeigehen. Dieser Handwerker sagt, dass Frankys Mauer, die er gebaut hat, perfekt sei. Frankys Tarnname ist Wranosuke. Die Szene springt zu Lysop, der sich als Verkäufer getarnt hat. Er schneidet sich selbst mit einem Messer, reibt sein Krötenöl auf die Stelle und die Wunde ist geheilt. Daraufhin wollen alle dieses Öl kaufen. Sein Deckname Uso Hachi. Die Szene wechselt wieder und wir sehen Robin als Geisha verkleidet. Eine alte Oma spielt Musik und Robin muss tanzen. Ihr Deckname Oh Robbie. Oh Robbie. Okay. Wir sehen einen Flashback. Kinemon erzählt der Gruppe, dass der Shogun Kurozumi Orochi heißt und dieser die volle Unterstützung von Kaido hat und dass sich die Strohhüte bedeckt halten sollen, bis sie genug Leute zusammen haben. Der Name des Shoguns ist interessant, denn Kurozumi Manetada war der Gründer der Kurozumi Kyo, einer Shinto-Sekte, und Orochi ist ein achtköpfiger Drache, der das Kusanagi-Schwert in sich beherbergt und von Susanoo besiegt wurde und jedes Jahr ein Kind entführte. In der nächsten Szene wird von jemandem gesprochen, der in letzter Zeit öfters einfach so Leute tötet und dass der Magistrat diesen gefangen hat und er jetzt Seppuku begeht. Und dieser jemand ist Zoro. Er wird auch beschuldigt, Shusui vor 23 Jahren geklaut zu haben. Er heißt
Zoro Juro und hat sich als Ronin getarnt. Ein Ronin ist ein herrenloser Samurai. Dazu kommt aber morgen noch eine schöne Theorie. Seid gespannt. Aber wieso zur Hölle hat Zoro das Schwert eigentlich dabei, wenn sie getarnt sein sollen? Warum hat er es nicht versteckt? Warum? War doch klar, dass sie es erkennen werden. Naja, vielleicht war Zoro zu stolz, sein Schwert zu verstecken. Doch Zoro hält inne und sagt zum Magistrat: Du stinkst nach Blut. Du bist der Schuldige, oder nicht? Und im nächsten Moment zerschneidet Zoro den Magistrat und das kleine Gebäude mit dem kleinen Seppuku-Messer. Und denkt sich nur: Fuck, es tut mir leid, Kinemon. Ja, wie anders zu erwarten, der Wano Kuni fängt mit Ärger an. Hoffentlich kommen die restlichen Strohhüte schnell genug, denn Kaido wird davon erfahren und dann ist die Hölle hier richtig los. Ein sehr schönes Kapitel auf jeden Fall und ich fand die Szene mit Zoro beim Seppuku genial. Aber ist dies ein Foreshadowing? Samurai haben eigentlich einen Meister. In seinem Fall entweder Ruffy, Mihawk oder Kushiro. Je nachdem ob Meister oder Lehrmeister. Wenn dieser stirbt, muss ein Samurai ihn rächen um jeden Preis. Und als herrenloser Ronin hat man dann nichts mehr zu leben und begeht meist Seppuku. Könnte auch Zoro Seppuku begehen? Weil nachdem er Rache ausübt, weil jemand wie zum Beispiel Kushiro, Ruffy oder Mihawk tötet? Wird Zoros Geschichte am Ende mit seinem ehrenhaften Tod enden? Sind wir gespannt. Oder sagt ihr zumindest mal in einem Kommentar, dass bis zum Ende hin der Strohhütte, also bis zum Ende der Geschichte keiner von den Strohhüten sterben würde. Aber er sagte nicht, dass ganz am Ende dann keiner sterben könnte. Naja, Mysterium. Schreibt eure Meinung zu diesem Kapitel in die Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.